Willkommen zum Food Diary 6 und somit zum zweiten Teil. Ich mache weiter mit dem Donnerstag und hier geht's weiter mit meinem Frühstück. Es gab am Donnerstag wieder das Früchtebrot, das es auch gestern gab. Und ehrlich gesagt gibt es auch nochmal morgen früh, das zeige ich euch dann aber nachher. Weil ich meine, es ist eine Riesenportion und ich esse es einfach gerne am Morgen, weil ich muss da kein Brötchen machen, ich muss mir auch kein Müsli machen. Ich bin da manchmal ein bisschen faul am Morgen und dann habe ich einfach dieses Früchtebrot mitgenommen. Am Mittag gab es bei mir ein bisschen Pasta mit so einem Parmesan aus, also es war kein Parmesan, man sagt dazu, dass es veganer Parmesan ist, aber schmeckt natürlich nicht nach Parmesan, schmeckt noch viel besser. Das ist aus Cashews und Paniermehl und Salz, glaube ich. Schmeckt auf jeden Fall echt gut und dann noch Tomaten dazu, Paprika, getrocknete Tomaten auch noch und einfach ein bisschen Öl und Chili und das fand ich echt gut. Abends gab es dann bei mir Reis mit bisschen Kürbis und Paprika. Am Freitagmorgen gab es dann nochmals dieses Brot hier, dieses Früchtebrot. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und am Mittag und am Abend hatte ich einfach nochmal das vom Vorabend, meinen Reis mit Kürbis und Paprika. Ich mache ja immer so große Portionen, dass es einfach für 2 Tage reicht, manchmal sogar auch für 3 Tage. Ist ja auch gar kein Thema, wenn es im Kühlschrank bleibt und kommt immer auch drauf an, was es ist, also was es zum Essen ist. Und das ist zum Beispiel auch für Berufstätige oder für Mütter und so weiter, die einfach wenig Zeit haben, ist das einfach die beste Variante, wie man immer was Gutes und was Gesundes zu essen hat, indem man einfach vorkocht für 2 Tage. So, am Samstagmorgen gab es gar nichts zu essen. Ich hatte nämlich ausgeschlafen, also gab es erst am Mittag mein Frühstück und zwar hier mein Power Müsli, das ich auch auf meinem Blog habe, mit Amaranth, Kakao, ein bisschen Proteinpulver. Ich habe da nämlich noch eine ganze Packung voll und ich will das jetzt mal aufbrauchen mit ein paar Mandeln und einer Banane. Und am Abend gab es sozusagen als Dessert und weil ich so viel gegessen hatte, gab es einfach nur noch einen Apple Crumble mit Vanillesoße. Das Rezept gibt es dann auch übrigens auf meinem Blog. Vanillesoße ist übrigens selbst gemacht und ja, so ein Apple Crumble kann ganz schön sättigend sein. Also ich glaube, die Kruste war so dann aus Mehl und Haferflocken und wenn man da viel von isst, dann hat man eigentlich gar keinen Hunger mehr. Sonntagmorgen gab es was sehr Leckeres. Ich hatte das erste Mal veganes Rührei gemacht und kann euch wirklich sagen, es schmeckt definitiv wie Ei. Also sehr, sehr ähnlich. Und zwar aus Tofu und Avocado. Also ich habe dieses Rezept aus dem Kochbuch Peace Food und habe es ein bisschen abgewandelt. Also normalerweise ist keine Avocado drin und ich habe auch noch ein paar andere Sachen reingemacht, die nicht in dem Rezept drin sind. Und die gelbliche Farbe kriegt man durch das Kurkuma, das man reinmacht und den Eigeschmack vor allem durch Avocado und einem Salz namens Kala Namak. Wir haben ziemlich spät gefrühstückt, also war unser Mittagessen auch gleichzeitig unser Abendessen. Und hier gab es so Zuckerschoten mit Zucchini und Paprika und Tomaten, Basilikum und einer Soße. Ich glaube, die Soße war so ein bisschen schärfer mit Mandeln und Tomaten, also so eine Mandel-Tomatensoße und das Ganze kam aus einem Thermomix, also war echt sehr, sehr lecker. Ja, das war meine Woche. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen spannend und das nächste Food Diary gibt es dann irgendwann in den nächsten Wochen. Sagt mir bitte, wenn ihr die Schnauze voll davon habt. Aber ich glaube, die Klickzahlen sprechen für sich. Danke dafür. Bis bald.